Recht herzlich willkommen zur 266. Folge von City Skylines. Ja, wir sind letztes Mal an dem Depot gewesen, was so super funktioniert hat, wo ich dann nachher nochmal gesehen habe, dass das Zeichen doch wieder kam, aber jetzt sieht es gerade so aus, als ob das Zeichen noch tatsächlich weg ist. Ja, ich glaube, es ist gut so, oder? Ja, müssen wir mal schauen, wie das so wird. Okay, kommt kein Symbol mehr hier. Was möchten die jetzt? Die möchten ihr Gebäude leert sich. Achso, nee, das war ja dann richtig, ne? Ja, lass das nochmal so. Hier wird geklaut. Da müssen wir da aufpassen. Da müssen wir hier mal gucken, wie hier die Kriminalitätsrate wirklich ist. Da geht's darum. Und Polizeistation, Polizeiwache, kriegen wir bestimmt hier irgendwo noch hin, oder? Müssen wir vielleicht was für abreißen. Hier die kleinen Hütten, oder wie sehe ich das? Würde sich hier verstärken und hier sehe ich doch gerade, dass da unten neben dem Taxistand noch Platz ist. Wenn es denn ein Taxistand ist, aber ich glaube schon, ne? Okay, dann haben wir das da auch gerade gemacht. Was ist das hier? Das ist ein Taxistand, ne? Ja, und der ist auch am Laufen, okay. Okay, dann sollte die Kriminalitätsrate ja irgendwann auch sinken. Müsste man dann nochmal gucken, wie sich das denn hier geäußert hat. Hier ist ja auch wirklich da hinten erst die Wache. Also war diese hier gar nicht mehr so verkehrt. Ja, wird werden. Was hat das Haus hier? Kranke Bürger. Es gibt hier auch keine Ärzte, oder wie sehe ich das? Arztpraxis. Wo ist hier die nächste Arztpraxis? Die ist da oben und hier unten ist auch keine. So, dafür haben wir jetzt aber hier nichts frei, ne? Vielleicht noch am ehesten da. Ja, da muss leider das Haus da dran glauben, ne, oder? Aber da ist das größte freie Grundstück. Und dann wird es hier mit den Kranken auch besser, glaube. Okay, dann können wir das auch ausmachen. Die können dann auch zum Arzt gehen und dann ist alles wieder gut, oder? Ja, die Polizeiwache ist bei euch in nächster Nähe. Ihr könnt jetzt auch hier mal wieder zufrieden sein, ne? Okay, wir sind noch weiter mit dem ÖPNV unterwegs, den wir hier sehen oder auch nicht sehen, weil hier noch nichts ist. So, wir waren wo stehen geblieben? Hier haben wir gemacht und hier sind wir noch nicht fertig. So, jetzt müssen wir gucken, wo hier Industrie ist. Ich glaube, die war hier außen rum, ne? Hier drin ist Wohngebiet. Machen wir so. Ja, und auch Dingens. Das heißt, wir brauchen das hier nur einmal verbinden, dann sollte es laufen, oder? Busse. Habe ich nicht hier schon mal was gemacht? Wohl nicht. Okay, hier haben wir einen Güterbahnhof, der jetzt nicht so wichtig ist, aber hier ist wichtig, dass wir diese Station da mitnehmen, die an welcher Straße liegt? An dieser hier, ne? Also machen wir da eine Bushaltestelle hin und fahren mal hier raus, da lang, dort lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Geht da auch raus, ja, okay. Wo war sie? Da war sie. Dann machen wir da noch eine hin. Die ist dann zu nah. Dann kommt hier auf jeden Fall eine hin. Hier.
Hier lang. Ne, die nicht. Ja, da kann man dann schon schließen, oder? Ja, machen wir. Und dann machen wir für dieses Bereich auch noch so ein Ding, ne? Fahren wir da jetzt nicht los, oder fahren wir hier lang, ne? Geht hier eine Straße durch? Ja. Fahren wir hier lang? Geht da lang, gut, okay. Da lang. Dort lang. Da geht's nicht lang. Da muss irgendwo gedreht werden. Können wir hier irgendwo machen. Dann kommen wir hier wieder. Fahren da rein. Kommen da lang. Fahren hier weiter. Kommen da zurück. Und kommen hier wieder vorbei. Und wie kommen wir hier hin? Über den Weg da hinten. Ne, dann sollten wir dieses hier nochmal ändern. Dann sollten wir dieses hier nochmal ändern. Und erst durch das Wohngebiet fahren. Da haben wir. Da. Dort. Und dann hier lang. Und dann hier noch einmal hin. Und da kommt schon da. Dann hier. Dann als nächstes von da nach da. Ja, das ist gut. Nehmen die alle mit. Auch gut. Und fahren dann hier aber lang. Weil wir dann nach da kommen. Geht hier eine Straße durch? Ja. Das heißt, wir nehmen aber doch diese Haltestelle noch mit. Und fahren dann hier lang. Und schließen dann. Weil die U-Bahn ist vielleicht doch ganz wichtig. Obwohl da auch eine Station ist, ne? So, und dann fehlt noch hier ein bisschen, aber die geht da lang, okay. Hätte man das anders legen sollen, ne? Ne, die ist schon richtig, die Haltestelle dahin zu machen. Aber dann ziehen wir die mal hier rüber, ne? Und wenn die da ist, dann machen wir hier noch eine hin und ziehen die dann dahin. So, dann haben wir diesen Bereich auch mit drin. Passt soweit, würde ich sagen. So, wie weit sind wir da mit Industriegebiet? So hätte ich es gerne. Okay, hier gibt's Gelb ist eher weniger, ne? Lass es mal gerade machen hier. Ja.
Also hier gibt es Wohngebiete, aber kein Industriegebiet dazu. Das ist hier. Dann fahren wir doch da auch hin, oder? Ist natürlich die Frage, ob die da überhaupt arbeiten wollen. Also. Da. Dort. Hier. Dann hier. Dann da. Da. Können wir hier nochmal einmal setzen, oder? Oder hier nochmal setzen. Da. Da. Hier. Da. Wie kommen wir denn darüber? Wo ist denn der jetzt? Da. Da. Dort. Wo war denn hier das Industriegebiet da, ne? Ja. Die fahren irgendwo anders dann lang. Dann lass die umsteigen und dann ist das so. Da lang. Und wo war jetzt die Haltestelle, bitteschön? Da. Und die Straße geht hier lang, wo man kaum sieht, wo die Blocks sind. Dann nochmal hier lang, da lang und schließen. Passt soweit. Die müssen dann halt umsteigen. Die können aber auf jeden Fall da einkaufen fahren. Also dieses ist erschlossen. Hier ist gerade noch so eine Zeile, die jetzt nicht so doll ist, ne? Und dieser Bereich ist ja auch noch gar nicht okay. Gut, nochmal gucken. Wo war das Einsatzgebiet der Industrie? Hier. Da. Hier sind noch Bürohäuser. Hier war nix. Aber auch nix. Ist halt so. Dann machen wir hier weiter. Fahren wir hier erstmal den großen Bogen. Ja, mach da hin. Wo ist denn hier noch eine Markierung? Da. Machen wir da. Und hier geht's nirgendwo lang, da geht's dann da hinten rüber, ne? Das bedeutet, wir müssen hier rein. Und hier. Ja, da. Hier hat man ja gesagt, fehlt's auch irgendwie. Kann man hier irgendwo schnell drehen? Ne. Dann machen wir hier. Warte, wo ist denn die letzte da? Machen wir da gegenüber noch eine hin.
Da eine hin. Ne, mach die weg. Dann fahren wir mit der Bahn noch tatsächlich jetzt hier rüber und fertig. Das wird kompliziert, hier sehe ich schon. Dahin. Kann man hier drehen? Nein, ne? Sackgasse. Sackgasse. Hier hin. Muss dann da drehen, okay. Dahin. Dahin. Und dann irgendwie wieder zurück. Wenn ich den da hinten jetzt mal so hinsetze, dann fährt der so einen ganz komischen Weg. Wo ist die letzte Station von hier? Da. Dann kannst du die noch dahin machen. Kannst aber auch gleich hier durchfahren. Wir waren da. Fahren dann hier rein. Kommen dann da lang. Kommen dann hier wieder raus. Fahren da rüber. Und ziehen dann hier wieder rüber. Wo ist denn die angefangene Linie? Gute Frage, ne? Oh, ich komme von da, oder was? Hammer. Da. Dort. 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 Mach die weg, mach die dahin. Ich weiß nicht, wo sie angefangen ist. Da oben. Wir sind jetzt hier noch gelandet. Und dann fahren wir hier noch vorbei. Dann fahren wir hier rein. Da rein. Da vorbei. Da lang. Hier noch eine hin und da. Das ist eine urslange Linie. Aber ich sehe gerade, da ist was schief gelaufen. Wo ist denn der jetzt hier lang gefahren? Hier ist nämlich Sackgasse. Bringt also nichts, da lang zu fahren. Das bedeutet, wir machen hier mal gerade noch. Ne, da keine hin, weil da kommen wir ja dann auch nicht rüber. Dann ist das so, dann lassen wir das so. Dann war das gar nicht so verkehrt, jetzt das hier zu machen. Ja, der ist dann der nächste Haltepunkt. Alles ist gut. So, dann sind wir. Warte mal, so ist die richtige Ausrichtung. Hier blau unterwegs, ja. Hier blau unterwegs, hier fehlt es noch ein bisschen. Wie sieht's denn da? Komm, machen wir schnell noch eine Anbindung dahin. Und hier oben war ja genug Industrie, ne? Dann nehmen wir die in die andere Richtung. Fahren hier noch vorbei. Kommen dann hier wieder und
dann hier rein, da rein und schließen dann wieder. Dann haben wir die auch. Alles gut. Hier ist fertig. Hier ist fertig. Hier ist fertig. Hier ist noch, ne, das ist eine Sackgasse, ne? Genau. Deswegen sind wir da nicht reingefahren, das geht nicht. Dann sind wir da auch fertig, oberhalb dieser Autobahn. Das heißt, nächstes Mal müssen wir hier unten runter dann noch, ja? Und hier am Berg. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls ihr der Folge etwas abgewinnen könnt, dann gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr die nächste Info, wenn ich wieder was hochlade, und Kommentare, bitte kommentiert, damit ich weiß, wo ich dran bin, was ist richtig, was ist falsch, habt ihr eine Idee, schreibt's rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, tschüss.